Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ja, das läuft. So, das sieht gut aus. Sollte laufen, ja. Wunderbar. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich die Daily anmoderiere. Prof. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 12. September 2000 und ich glaube 23 sind wir nach wie vor. Ja, eine neue Daily-Episode und wieder mit dabei ist der liebe Mike. Das muss heißen, es war irgend so ein Event. Ja, wenn ich in der Daily auftauche, dann ist irgendwas passiert bei Apple. Im Normalfall bei Apple, genau. Es war das September-Event, das iPhone-Event, das Apple Watch-Event. Wie nennt man das heute eigentlich noch? Hat das einen Namen? Das iPhone-Event ist es jetzt nicht mehr, ne? Es ist halt ein Apple-Event irgendwie. Und früher war es irgendwie so ein September-Event. Ist es das noch? Da wir den 12. September haben, ist es irgendwie auch ein September-Event. Meinst du, müsste das aufgehen? Ja, dann nennen wir es mal September-Event. Ja. Wir haben uns gar nicht abgesprochen, über was das wir sprechen. Also was ist ja klar, Apple hat Watches und Phones vorgestellt. Erzähl mal, Mike. Ja, was soll ich erzählen? Dass ich mit großer Erwartung da reingegangen bin und wie immer? Wie immer. Natürlich, man hofft ja immer auf das Beste und waren ja viele Gerüchte dann schon irgendwie da und auf die ich ja nie höre. Gerüchte, Mike, ja. Gestern, heute Morgen hast du noch groß gesagt, Gerüchte, ich bin nicht im Bild und jetzt kommst du mit, es waren Gerüchte da. Was waren dann für Gerüchte? Ja, da? Nein, das Ding. Wurdest du enttäuscht? Ja, genau, das ist ja halt auch das Problem, ne? Dass man, wenn man die ganzen Gerüchte hört und verfolgt und dann nachher das Event erlebt und einiges doch nicht kommt. Und dann ist man halt schnell enttäuscht und deswegen höre ich mir das eigentlich gar nicht an, aber man kommt ja auch nicht drum herum. Leider. Was heißt hier eigentlich und wieso und sowieso? Mike, was hast du aufgeschnappt? Was kam nicht? Sag uns zuerst, dass alle, die auch Gerüchte gehört haben, gleich abschalten können. Da ich eigentlich nie zugehört habe, was kam nicht? Nein. Also ich hatte ja wirklich auf ein Ultra-Modell vom iPhone gehofft, was wirklich ultra geil ist. Und es kam natürlich nicht. Und es kam ein normales Pro Max. Aber jetzt fangen wir natürlich hinten an. Das waren auch so meine Erwartungen eigentlich an dem Event. Eigentlich, das Apple Watch war ja zu befürchten, dass da jetzt noch nicht der große Schlag kommt. Da hatte man noch gehofft, dass sich die Farbe ändert. Aber wie gesagt, das können wir gleich nochmal besprechen. Fangen wir doch vorne an. Es gab was mit Apple Watches. Das erste Carbon Nutri, wie heißt das? Carbon irgendwas Free? Wie heißt das auf Deutsch? Kohlenstoffneutral, keine Ahnung. Kohlendioxid, wie heißt Kohlenstoff? Kohlendioxid, Carbon Neutral, Neutral. Carbon Neutral, einfach ein sauberes Gerät. Ja, das war ja jedes Gerät, was davor. Das war, glaube ich, das Wort, was am meisten genutzt wurde heute und ja, schön. Das ist Marketing. Neben der Neural Engine. Nur Marketing? Ich glaube nicht. Ja, dass das wichtig und gut ist, ist ja keine Frage. Aber für mich als Technikinteressierter, weiß nicht, das ist jetzt nicht so relevant. Also es ist gut, dass sie es machen und dass es auch irgendwo beworben wird, aber es muss für mich nicht so präsent sein bei so einer Keynote. Persönliche Meinung. Ja, es wird halt immer sehr stark hervorgehoben, finde es aber wichtig als Thema. Und man hat ja gesehen, andere Firmen haben in den letzten Jahren deutlich nachgezogen. Mussten sie auch, weil die waren noch viel schweinischer unterwegs. Da muss sich was tun auf diesem Planeten. Und somit, man hätte es ein bisschen weniger erwarten können. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Aber die neuen Apple Watch, die Series 9, was kann sie Neues? Sie hat einen neuen Chip, neu Interieur, also innen drin. Genau, also da ist natürlich jetzt wie immer neuer, besser und gut, neue Saison. Also ich glaube, das Einzige, was da ja neu ist, ja dieses Double Tap, wo ich mit zwei Fingern irgendwie so klappen kann. Ersetzt so ein bisschen, es ersetzt es nicht. Ja, kann es ersetzen. Nee, ersetzt es nicht. Ich hätte erst überlegt, ob das so ein Ersatz für so einen Action-Button ist.
Aber es macht natürlich Dinge einfacher im normalen Betrieb. Was jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas in der Hand habe und keine Hand frei habe und meine Hand, wo ich jetzt im Prinzip die Apple Watch drum habe, wenn ich da irgendwas drücken will, ja, komme ich halt nicht dran in manchen Situationen. So kann ich das mit einem Double Tap halt irgendwie steuern. Es gibt ja die Möglichkeit schon länger mit diesen Accessibility Features von der Apple Watch, also diesen, wie heißen die Funktionen? Die Möglichkeit, es einfacher zu bedienen für Menschen, die eingeschränkter sind. Wie soll ich sagen? Ich mag das extrem. Ich benutze meine Apple oder ich bediene meine Apple Watch sehr viel so. Wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, auch wenn ich zu Fuß unterwegs bin oder irgendwie Pause mache beim Podcast hören oder so, mache ich immer mit diesen zwei Fingern zusammenknipsen. Vom Prinzip her ist das ja nichts anderes, als dass das jetzt standardmäßig mit reinkommt. Ja, ich finde es auch total praktisch, weil wie oft, da musst du deinen Arm so richtig drehen, damit das Display auch aktiv ist und man kommt da kaum dran. Manchmal ist es halt ungünstig und schwierig in manchen Situationen. Also daher, das halte ich natürlich schon für super genial. Und es kommt ja auch bei der Apple Watch Ultra, kommt es ja auch mit rein. Also daher finde ich das gut. Aber das war's dann aber auch schon. Der neue Ultra Wideband Chip gefällt mir auch. Das Telefon finden oder andere Gegenstände mit dem eben der Möglichkeit. Das neue Display, das deutlich hellere Display, wird sicherlich auch vielen Freude bereiten. Und die Möglichkeit, dass mehr KI oder Machine Learning Dinge auf dem Gerät passieren. Und natürlich Name Drop sind Dinge, auf die ich mich freue. Ja, was es jetzt eben auch gibt, ist eben dieses On-Device Siri. Ne? Das war ja die ganze Zeit immer, war ja immer Voraussetzung, dass ihr eine Internetverbindung habt. Und das fällt jetzt weg. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das jetzt dann funktioniert. Mit dem neuen S9-Chip, genau. Und dann hat Apple die Version 2 der Apple Watch Ultra vorgestellt. Du besitzt ja die erste Version, ja. Also was ich jetzt, also da, also bei der 9er habe ich wirklich nicht viel erwartet. Und deswegen wurde ich auch nicht enttäuscht. Bei der 2er, also es ist noch weniger gekommen, als ich erwartet. Ich kann nicht sagen, was ich erwartet habe, aber zumindest, was ich gerade sagte, die Farbe, dass sich da irgendwas ändert, was, finde ich, jetzt kein riesengroßes Ding gewesen wäre, wenn man das gemacht hätte. Daher, also die Ultra 2, die fand ich jetzt noch langweiliger als die Apple Watch 9. Mhm. Dann kam auch noch ein SE, ganz kurz erwähnt, die hat auch ein Update erfahren. Ich würde sagen, eben, wir gehen schneller durch das Ganze durch, weil es ist ja eine Daily. Wir gehen dann in der Apple News Sendung, in der Geek Talk News Sendung separat mal auf die ganzen Punkte. Wobei ich aber gespannt bin bei den ganzen Uhren, ist die Farben. Die Farben sahen relativ spannend aus. Also da bin ich definitiv auf die Armbänder von beiden Versionen oder von beiden Uhren wirklich mal gespannt. Da freue ich mich tatsächlich drauf, auch mal Abwechslung zu bekommen. Da bietet sich dann ein Besuch in einem Apple Store an, definitiv, um die Farben mal in live zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Und dazu muss man sagen, jetzt auch nochmal erscheinen am 22.09. und können sofort bestellt werden. Genau. Was hältst du vom neuen iPhone? Ja, ich habe es ja geschrieben, als ich die ganzen Sachen vom iPhone 15-Plus gehört habe, habe ich gedacht, das ist jetzt echt, da könnte man wirklich einsteigen und sagen, man braucht das Pro nicht unbedingt. Also es ist das erste Mal, dass ich so irgendwie begeistert war von dem normalen iPhone 15. Und wo ich wirklich dran zweifle, mir das Pro zu holen. Es hat halt viele Dinge, die das iPhone 14 Pro und Pro Max gehabt hat, wie Dynamic Island, wie eben die große Kamera und Bokeh-Effekt, besseren Akku etc., alles mitbekommen, also sehr viele Pro-Features vom letzten Jahr sind ins normale, ins einfache, in Anführungszeichen, iPhone mit eingeflossen. Ich bin ja extrem gespannt, wie dann das nächste iPhone SE sein wird. Das muss ja ein Monster sein. Es ist ein tolles Gerät, macht einen stimmigen ersten Eindruck, würde ich behaupten. Definitiv. Und vor allem zum Preis wie letztes Jahr. Keine Steigerung. Genau, das bleibt alles so. Interessant war auch eben noch diese,
ich weiß gar nicht, wie diese Funktion, wo ich jetzt Umgebungsgeräusche Geräusche ausschalten kann, wenn ich telefoniere, wenn es, keine Ahnung, irgendwo auf dem Platz, wo mehrere Leute sind, kann ich das jetzt hier filtern und nur meine Stimme, das Beispiel, was da gezeigt wurde, fand ich wirklich gut. Dann, was da auch noch interessant war für AirPods-Besitzer, dass ich die über USB-C, das muss man natürlich auch erwähnen, die iPhones haben jetzt USB-C, die können jetzt die AirPods über USB-C laden am iPhone. Und die Apple Watch soll auch möglich sein. Genau, Reverse Charging quasi. Ja. Kommt jetzt auch bei Applehausen an. Mhm. Was du vorher erwähnt hattest noch mit der Möglichkeit, was war vorher? Ah, Mist, jetzt ist mir wieder. Genau, so Umgebungsgeräusche rauszufiltern. Wenn das nur halb so gut ist, wie es da im Video geklungen hat, freue ich mich extrem darauf. Ja. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist, das Gerät hier ist und man erste Tests damit machen kann. Und dann kam ganz wichtig noch, Satellitenfunktion, endlich auch für Spanien und hurra hurra, die Schweiz. Ab noch irgendwann dieses Jahr soll es kommen. Ja, und ist 2 Jahre kostenfrei, ne? So habe ich das irgendwie verstanden. Das habe ich nicht mal mitbekommen, ähnlich wie bei euch, ja, in dem Fall, ja. Ja, auch da müssen wir nochmal gucken, so richtig. Wenn dann die ganzen Details kommen, welche Provider etc. das können, genau. Ja, und dann kam das, ich muss so sagen, deine Enttäuschung, meine Freude. Ja, meine Enttäuschung, eigentlich kamen ja Sachen, die ich so eher im Ultra erwartet hätte, also dieses Titanium-Design hat und ein Action-Button hätte ich so eher im Ultra vermutet, wenn das gekommen wäre. Es kam es natürlich im normalen 15 Pro, was erstmal gut war. Mhm. Als du das vorher am Anfang der Sendung gesagt hast, von wegen du hast ein Ultra erwartet, da ich habe das Gerücht auch schon das ein oder andere Mal gehört, also gefühlt vor 3 Jahren irgendwie schon mal. Ich glaube, es braucht gar kein iPhone Ultra, weil das Pro und Pro Max sind ja Ultra-Devices, weil vor allem jetzt mit dem iPhone 15, mit dem normalen, hast du ein super tolles Gerät. Und jetzt kommen halt hier die Power-Funktionen, eben Titanium, noch besseres Glas und, ins normale, große rein. Und das passt doch irgendwie, oder nicht? Braucht es da noch ein drittes? Definitiv nicht. Also, die haben im Prinzip die Sachen, wie gesagt, aus dem Ultra jetzt rausgenommen und das Pro und Pro Max reingepackt. Das ist ja auch gut. Besonders, was man da erwähnen muss, warum ich es gut finde, das ist, der Preis ist ja gleich. Ich glaube sogar, das Max ist $60 oder 60 Euro günstiger als letztes Jahr. Also daher, ich hatte halt mit einem Ultra gerechnet, wo viele, viele neue Sachen drin sind, die auch anders sind als beim Pro oder Pro Max. Und aber auch deutlich teurer ist. Und das kam nicht. Im Prinzip kam alles, was ich erwartet hatte, so ziemlich alles, kam in die Pro- und Pro-Max-Serie rein. Das meine ich ja. Es braucht ja dieses Ultra-Dings-Gedöns gar nicht. Ich meine, die großen iPhones Pro und Pro Max sind ja so mächtig und so haben so viele Dinge, die möglich sind. Was willst du da noch mehr? Was waren da in der Gerüchteküche? Was hätte das noch? Kaffee kochen sollen können? Nein, genau das, was ich gerade erwähnt hatte. Einfach das Design und Action-Button und die Kamera. Das hätte ich jetzt nochmal so. Das brauchst du ja nicht in Ultra. Ja, ich sage ja nicht, dass ich das brauche. Ist ja gut, dass es so ist, wie es gekommen ist. Gerade für den Preis. Ja. Keine Frage. Wo ich da natürlich jetzt ein bisschen gehofft hatte, wie wir das bei dem Pro und Pro Max ja schon mal hatten, ich glaube beim Plus war es anders, dass das Plus ja damals noch mehr Features hat, eine bessere Kamera oder sonstiges. Und ich war ja immer so, habe immer gehofft, dass beim Pro und Pro Max der einzige Unterschied ist Display. Also die Displaygröße hatte ich immer gehofft. Und hatte ich jetzt auch gerade eben die Hoffnung, dass es auch so bleibt, aber dann kam die Kamera und ja, jetzt haben wir 5-fach Zoom im Max. Braucht man das? Die Frage. Ja, genau, die Frage stelle ich mir jetzt auch gerade. Ich sage jetzt mal ja. Reden wir mir das mal ein. Haben will und braucht man, das ist nicht das gleiche, Mike. Nein, das stimmt, da hast du recht. Aber ich verstehe dich. Man muss vielleicht vorausschicken, um das, was ich anfangs des Pro und Pro Max gesagt habe. Wir haben ja vor der Keynote miteinander geschrieben und du meintest ja, du möchtest weg vom Pro Max, quasi vom Großen.
Und ich meinte, ich möchte dieses Jahr voll hin da, weil ich jetzt auch mal Pro Max haben möchte und ausprobieren und testen will und so weiter. Weil ich einfach mal sehen möchte, wie das mit dem ganz Großen ist, weil ich war jetzt immer unten durch bis jetzt. Ja. Ja, also ich werde mir jetzt auch das Max holen. Also das Ding ist ja immer, man muss immer, also bei mir ist es halt so, das muss halt schon ein Unterschied zu dem jetzigen Modell sein. Also wenn ich jetzt wechsle, muss es schon viele Argumente haben, dass ich wechsle. Und wenn ich auf Max wechsle, dann habe ich wieder einen Grund oder ein Argument mehr. Also oder, beziehungsweise sogar zwei. Ich habe ein besseres Display, größeres Display, Akku. Ach, also es ist schon ein Unterschied. Aber und ich hoffe, das Gewicht, wir haben gerade nochmal verglichen, ist auch 20 Gramm leichter, das Titanium. Vielleicht merkt man das ja auch. Das könnte man ziemlich sicherlich merken, weil 240, 220 ist dann schon noch ein Unterschied, glaube ich, ja. Aber kommt auch dann wieder darauf an, wie gut das ausbalanciert ist. Aber ich finde, dieses Jahr wirklich, dass das Pro wirklich für richtige Pro-Nutzer ist. Also finde ich doch schlimmer, oder war das schlimmer, aber noch mehr als sonst. Also wie gesagt, ich kann eigentlich doch das normale 15er sehr, sehr gut empfehlen. Und das Pro ist noch mehr Pro als sonst gefühlt. Also sonst schon war, genau. Gespannt bin ich auch, wie das mit dem USB-C-Port ist. Beim Großen wissen wir ja, dass ein extra Chip oder ein Bereich vom Chip drauf war, der einen USB-Controller mit drauf hat, dass es erlaubt, bis zu 10 Gigabit in der Sekunde zu übertragen, also über das Kabel, das man da anschließt. Ich bin mal gespannt, beim kleineren Modell, also beim 15er, hat Apple nicht davon gesprochen. Das wird dann wahrscheinlich einen deutlich langsameren Datendurchsatz haben. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Hat es auch, ja. Wäre dann aber schade, aber könnte ich mir vorstellen, weil hier haben sie auch vom A17 Pro gesprochen. Beim normalen iPhone 15 ist ja der A16 Chip drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, das A16 Bionic. Genau. Witzig ist, dass da so eine Abgrenzung ist. Ja, aber das, aber ist, eben, natürlich, ja. Das muss, ist ja auch Quatsch. Ganz ehrlich, wir reden wirklich über ein Pro-Feature. Wirklich, also wer macht das denn? Also wer zieht sich Daten von seinem Gerät? Das ist kein normaler Nutzer, selbst ich nicht. Jeder, der mehr als 3 Sekunden Video macht, macht das gerne, weil er es auf dem Computer bearbeiten will. Ja, aber dann ist das ein Pro, da muss er auch ein Pro-Gerät nehmen. Nee, ich glaube, die 15er Modelle wären eben auch sehr gute Kameras und auch da gibt es ja, große Videodateien. Ja, aber die richtigen Pros, die nehmen Pro-Gerät mit diesem Pro-Feature der Datenübertragung. Also da, okay. Ich hoffe einfach, der Unterschied wird nicht so groß sein, aber ich ahne Böses. Wir werden es sehen. Du bist ja auch nicht der Mensch, der Videos macht und dann auf den Computer schickt und bearbeitet oder aufs Tablet oder wie auch immer. Deshalb wirst du da den Unterschied auch nicht wirklich mitbekommen, denke ich doch mal. Nein. Persönlich nicht mitbekommen, sonst schon. Ja. Ja, da auch diese Woche Freitag 14 Uhr, Freitag 14 Uhr kann man vorbestellen. Nächste Woche dann, glaube ich, am auslieferbar, ja. Witzig, wie du gesagt hast, um 14 Uhr, sonst war es ja immer um 9 Uhr morgens. Ja, ich hatte auch gerade gesagt, ich habe Freitag um 9 Uhr Zeit und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Ist diesmal um 14 Uhr. Also am 15.09. 14 Uhr vorbestellen und erhältlich dann ab 22.09. Was ich mich extrem freue, ist, Apple hat auch noch ganz am Schluss was rausgehauen, Apple iCloud Plus neben 50 Giga, 200 Giga und 2 Tera. 2 Tera nutze ich, ja, also 2 plus 2 Tera. Kommt neu auch 6 Tera und 12 Tera. Yippie-yay, Schweinebacke. Genau. Wer es braucht. Ha. Wissen wir die Preise schon? Vom iCloud-Speicher oder meinst du jetzt von den Geräten? iCloud-Speicher. Geräte interessieren mich gerade nicht. Ich brauche iCloud-Speicher. Ja. Genau. Weil weiß ich nicht. Ich gehe bei den 4 Terabyte an die Grenze. Ja, ich komme mit meinen 2 hin, also daher. Alles gut. Wir werden aufklären in einer der nächsten Episoden oder so. Ja, dann genau. Betriebssysteme wurden nicht erwähnt, kam aber gerade schon in den Meldungen iOS 17, wo ich da jetzt verschiedene Sachen gehört habe. iOS 17, WatchOS 10 am 18.09. Aber ich habe auch gelesen, iPadOS 17 auch am 18.09. Und also relativ bald schon in dem Fall. Nächste Woche Montag, genau. Und
macOS kommt ein bisschen später, glaube ich. Aber das ist ja auch normal. Mhm. Ne? 6 Terabyte für 30 Schweizer Franken pro Monat und 12 Terabyte für 60 Franken pro Monat. Ja. Mal schauen, ob das in meinen Apple Pro, wie heißt der Plan, den ich da habe? Den All-Inclusive-Plan. Ja, dann würde ich auch wechseln. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Ja, Mike, hast du noch irgendetwas? Nein. Kurz, kompakt, das Apple-Event abgehandelt. Genau, so spannend war es ja auch wieder nicht. Ja, ich glaube, die Dinge musst du halt einfach in den Fingern halten. Das musst du ja, nicht da ja. sehen, wie immer. Das willst du haben. Mache ich nächste Woche. Machen wir doch so. Also Mike, vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, wir hören uns wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.